Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Im Moment wird es ja draußen immer kälter und ungemütlicher und die meisten Leute fangen ja jetzt an, richtig schön zu baden, dass man zu Hause auch sehr gemütlich hat. Ich bade ja sowieso immer das ganze Jahr, das wisst ihr ja. Und am allerliebsten bade ich mit Lush-Produkten. Allerdings wird das dann auf Dauer ziemlich teuer, wenn man jetzt jedes Mal immer eine ganze Kugel verwendet zum Beispiel. Und ich habe mir über die Zeit so ein paar Kniffe überlegt, wie man einigermaßen gut haushalten kann mit dem Geld und trotzdem immer Lush-Produkte benutzen kann. Und deswegen wollte ich euch in diesem Video hier Tipps geben, wie ihr bei Lush Geld sparen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Wir fangen vielleicht erst einmal mit dem offensichtlichsten Trick an. Und zwar, wenn man sich so eine Badebombe kauft, zum Beispiel hier, das ist jetzt eine aus dem ganz normalen Sortiment, dann wäre es natürlich sehr schade, so eine riesige Badebombe auf einmal ins Wasser zu schmeißen. Und diese hier haben am Rand immer so ein... Ja, schön, dass man so sieht, wie die beiden Stücke so zusammengepresst wurden, so eine Überschneidung sozusagen. Und da kann man die wirklich gut öffnen. Man muss einfach mit einem Messer reingehen, ein bisschen draufhauen und das lockern und zack, fällt die Kugel auseinander und man hat zwei Teile. So mache ich das immer, dass ich aus einer Kugel auf jeden Fall zwei mache, je nach Größe vielleicht sogar manchmal vier Teile aus einer Kugel, denn dann hat man einfach mehr davon. Man muss sich ja überlegen, so eine Kugel kostet vielleicht ja so um die 5 Euro im Durchschnitt meistens und dann spart man schon echt was. Und wenn man jetzt die Kugel für den Effekt hat, um zu sehen, wie die Farben sich so entwickeln und so, dann sollte man sie natürlich ganz reinschmeißen. Aber mittlerweile kenne ich eigentlich alle Kugeln und da macht es mir dann auch nichts mehr aus, dass ich diesen Überraschungseffekt von der Farbe innen drin jetzt nicht mehr habe, sondern dann kenne ich das halt schon und teile die und werfe die dann rein und dann bin ich genauso happy darüber. Und das andere ist eigentlich, dass ich jetzt in letzter Zeit entdeckt habe, dass ich die Schaumbäder noch sogar ein bisschen lieber mag als die sprudelnden Badebomben, da man da noch ein bisschen mehr rausholen kann, finde ich. Also so ein Schaumbad, zum Beispiel dieses hier, das heißt Brightside, habe ich schon abgebrochen, ist jetzt so groß, eigentlich dann so groß. Und das kostet ja ungefähr genauso viel wie eine Badebombe. Und hier kann man sich dann einfach Stücke abbrechen und die dann unters Wasser, unters laufende Wasser halten. Und ich mache das so, dass ich mir das dann einfach kaufe und durchschneide gleich in mehrere Stücke. Dann habe ich irgendwie vielleicht aus einem so einem Stück 6 bis 8 Ladungen sozusagen rausgeholt für eine Badewanne. So groß sind die dann ungefähr und das ist eigentlich nicht wirklich groß, aber es reicht wirklich für eine komplette Badewanne, denn wenn man es unters laufende Wasser hält, dann entsteht wirklich super viel Schaum und trotzdem hat man diesen wunderschönen typischen Lush-Geruch auch dabei und deswegen bin ich jetzt so in letzter Zeit ehrlich gesagt mehr auf die Schaumbäder noch umgestiegen und allgemein ist der Schaum einfach so toll und so fluffig und schön und ja, mir gefällt das im Moment richtig gut. Es gibt ja auch diese Schaumbäder am Stiel, so eins habe ich jetzt nicht. Aber die sind natürlich auch ziemlich langlebig, weil man damit ja einfach nur so im Wasser drin umrührt. Also ich glaube, es gibt jetzt gerade so einen Flamingo. Und dann gibt er ja auch so ein bisschen was ab ans Wasser und es entsteht auch sehr viel Schaum. Und die halten wirklich auch so bis zu 6, 8 Malen kann man die benutzen. Also richtig gut. Man muss sie halt dann immer nur schön irgendwie auf ein Tuch oder ein Handtuch legen, dass sie dann auch wieder trocknen können. Denn wenn sie nass bleiben, dann ist halt die Gefahr, dass sie durchbrechen oder so. Aber wenn man damit pfleglich umgeht, dann hält es wirklich eine ganze Weile und ist dann deutlich sparsamer, als würde man immer die Kugeln nehmen. Und auch als würde man Kugeln in der Hälfte durchschneiden, sind Schaumbäder meiner Meinung nach effektiver. Dann könnt ihr Geld sparen, wenn ihr alte Packungen sammelt und dann zurückbringt. Ich meine, ab 5 alten Packungen kriegt man eine Sache neu. Ich sammle jetzt schon fleißig, also hier habe ich schon mal eine alte und hier eine ganz neue erstmal. Die muss jetzt noch aufgebraucht werden, aber ich packe sie dann immer in so eine Tüte rein. Ich glaube, ich habe auch noch in der Tüte schon 2 Stück drin, also kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis ich dann endlich mal meine 5 zusammen habe. Also das ist wirklich gut, schmeißt die nicht weg, sondern bewahrt die dann einfach auf und dann kriegt ihr noch was gratis, wenn ihr die Verpackung zurückbringt. Dann hat Lush ja auch Sale, allerdings ich glaube auch nur einmal im Jahr und zwar nach Weihnachten. Die allgemeinen Winterbadebomben sind ja so toll, ich liebe die Winterbadebomben. Und es ist ja so, dass direkt nach Weihnachten der Sale eröffnet ist, also nach Heiligabend. Wenn man dann schnell ist im Internet, kann man direkt auf der Homepage dann Badekugeln einkaufen. Die sind dann meistens um die Hälfte, ja ich glaube um die Hälfte reduziert.
Und ja, dann muss man natürlich schnell sein, direkt seinen Warenkorb füllen und direkt bestellen. Dann ist wirklich, es ist fast wie eine Schlacht im Internet. Also da muss man schon wirklich schnell dabei sein. Und wenn man das nicht möchte oder da kein Glück hat, dann kann man aber auch am ersten Werktag nach Heiligabend, also nach Weihnachten, das ist ja dann meistens der 27., außer das fällt auf ein Wochenende, dann halt danach, der Montag, also ihr wisst ja, was ich meine, in die Stadt gehen. Das machen Carina und ich jedes Jahr. Dann warten wir vorm Lasch, bis die Türen aufgehen und dann stürmen wir rein und kaufen dann die Sachen. Denn ja, diesen Sale gibt es halt nur einmal im Jahr und dann kaufe ich auch richtig viel. Dann gebe ich meistens dann so, ja, 50 Euro ungefähr beim Lasch aus für Badesachen. Aber dann habe ich auch erstmal einen riesigen Vorrat, der mir auch wieder eine ganze Zeit lang hält. Ich hatte es einmal, das hat glaube ich echt ein halbes Jahr gehalten, die Sachen, die ich mir da gekauft habe. Deswegen lohnt sich das dann da ja auch wieder. Ja, und ich wünsche mir auch zum Geburtstag immer Lasch-Sachen, also das natürlich auch, nur so am Rande. Naja, und allgemein Geld sparen kann man auch, wenn man sich jetzt nicht diese Pakete kauft, sei es jetzt zu Weihnachten oder es gibt ja auch Valentinstagspakete oder allgemein diese Geschenkboxen. Denn die sind, habe ich mir ausgerechnet, teurer als die Kugeln separat. Also natürlich ist es manchmal schön, wenn man so eine Box hat, so gerade als Geschenk oder wenn die Box an sich speziell ist. Ich habe so eine, da ist so ein Adventskalender drauf und die kann man so drehen. Da habe ich das wegen der Box gekauft. Aber wenn die Box jetzt echt unspektakulär ist und da jetzt einfach nur so ein Karton mit Papier ist, dann würde ich lieber die Kugeln kaufen, denn sie sind einzeln einfach günstiger als in der Verpackung. Da bezahlt man dann einfach quasi für die Verpackung noch Geld dazu. Und wenn man das nicht unbedingt braucht, dann kann man sich besser einfach nur die Kugeln dann holen, finde ich. Und um besonders was von den Badeprodukten zu haben, mache ich das meistens so, dass ich immer die Kugel, die ich am neuesten mir gekauft habe, einfach so ins Badezimmer stelle, damit sie ihren Geruch so in den Raum abgibt. Ein paar Tage lang geht das so oder eine Woche oder so, dass der Geruch wirklich schön intensiv ist und das hält dann so lange an und ist irgendwie wie ein Raumduft, aber wenn der Geruch dann wieder verflogen ist, dann packe ich es wieder schön ein und ich packe das auch immer in diese Laschtüten ein und das kommt dann hier einfach in so einen Behälter rein, damit die auch gut gelagert sind und lange, lange halten. Ja, ich glaube, das waren jetzt auch schon meine Tipps, wenn man das so nennen kann. Vielleicht noch ein anderer am Rande, wenn ihr im Laden seid, dann könnt ihr ja auch immer mal nachfragen, dass so Proben von irgendwelchen Sachen nach Duschgehen oder so, dann bekommt man vielleicht auch sowas Kleines in so ein Döschen oder so. Das wäre jetzt noch so eine Sache, die mir einfallen würde. Aber sonst sind das, glaube ich, so die Tipps, die ich mir über die Jahre so antrainiert habe. Auf jeden Fall das, dass man die Sachen zerteilt und nicht alles gleichzeitig reinschmeißt. Das ist so meine Sache, die ich immer mache. Und dass die Schaumbäder ein bisschen effektiver sind oder mehr hergeben als die Sprudelbäder. Ja, schreibt mir doch mal rein, ob ihr auch genauso lasch verrückt seid wie ich und ob ihr auch Weihnachten dann vor der Tür stehen werdet. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige mit Carina zusammen. Vielleicht seid ihr es ja auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!